Herzlich willkommen zu einem neuen YouTube-Video. Heute wird der Kameramann mal mit einem Mitarbeiter unten an der Presse mitlaufen, einfach um euch zu zeigen, was wir so machen. Es kann sein, dass ihr ziemlich viele Pixel seht, weil wir dürfen euch natürlich nicht alles zeigen. Aber darum soll es nicht gehen. Ihr sollt mal einen Eindruck haben darüber, was wir hier eigentlich machen. Weil Felix kann immer viel erzählen, habe ich mir gedacht. Und deswegen, komm, machen wir mal ein paar Bilder in der Fabrik. Das Ganze am Hagener Standort. Viel Spaß mit dem Video und wenn ihr Fragen habt, bitte in den Kommentaren. Ja, hi, ich bin Damiano. Ich bin hier fürs Biegen zuständig in der Firma Urban. Im Hintergrund sieht man meine Maschine. Das ist die Baikal 1600. Das heißt, die kann 1600 Tonnen auf 7 Metern drücken. Das ist so meine Standardmaschine, an der ich arbeite. Ich bin seit Anfang an dieser Maschine. Das ist 2012 gewesen. Seitdem ist das eigentlich so ziemlich mein fester Arbeitsplatz hier. Ja, unter dem Biegen, unter Abkantpressen kann sich halt die wenigsten was vorstellen, wenn die Leute fragen, was machst du denn beruflich? Und man erzählt dann, man ist an der Abkantpresse und biegt da Bleche. Dann haben die Leute meistens irgendwie so ein 1 mm Blech vor Augen, was dann irgendwie krumm gemacht wird. Aber dass das dann 12, 15 mm dicker Stahl ist und die Bauteile dann teilweise 800 Kilo wiegen, das haben die Leute dann nicht auf dem Schirm. Ja, im Grunde genommen ist es so, dass man ein Oberwerkzeug und ein Unterwerkzeug entsprechend wählt, je nachdem, was man machen möchte, und das Bauteil dann halt kalt verformt. Das bedeutet halt, dass das Oberwerkzeug in das Bauteil hineinfährt, das Bauteil umformt und man dann einen Winkel an das Blech erzeugt. Man hat ein entsprechendes Oberwerkzeug, das ist die Welle. Die ist entsprechend groß, je nachdem welcher Radius am Bauteil erwünscht ist, baut man dann ein Oberwerkzeug ein, eine Welle, und anhand dessen, wie groß die Welle ist und wie dick das Blech ist, was man verformen möchte, muss man dann das Unterwerkzeug wählen. Das ist das Prisma. Das stellt man dann in der Breite ein, sodass alles da reinpasst und man den entsprechenden Winkel auch erreichen kann. Seit Februar 2009 arbeite ich hier an den Biegepressen. Das heißt, ich habe in anderen Hallen schon an Pressen gearbeitet, und als dann die Baikal 1600 Tonnen kam, 2012, seitdem bin ich dann halt hier. Vor Urban war ich natürlich Schüler, weil ich bin jetzt 18 Jahre hier und bin jetzt mehr als doppelt so alt, wie wo ich hier angefangen habe. Das Besondere ist halt wirklich, dass man so persönlich außerhalb dieser Firma keinen kennt, der das in dieser Form auch macht. Das ist das Besondere, das finde ich auch immer wieder cool, dass man halt davon erzählt und die Leute sich davon kein Bild machen können. Das ist was anderes, als wenn man sagt, ich bin Bäcker, Maler, Maurer, wo dann jeder sagt, ja, alles klar, weiß ich. Und damit ist das Thema abgehakt. Ja, das macht meinen Job besonders. Das Coole ist halt, dass wir Panzerstahl bearbeiten. Das macht so gut auch wie keiner, den man kennt. Und ja, dass die Besonderheit halt auch ist, wie groß, wie schwer die Bauteile sind, wie dick das Material ist, wie viel Kraft man dafür braucht, um das umzuformen. Das ist halt was anderes, als wenn man so kleine 1 mm, 3 mm Stromkästchen biegt. Das ist halt das ganz Besondere bei Urban. Also der Alltag hier bei Urban sieht so aus, dass man eine Maschine einrüstet für eine entsprechende Position, die man zu bearbeiten hat, die man meistens auch mit dem Kran machen muss, weil wir auch die großen Maschinen hier haben, die großen Bauteile hier haben. Es ist nicht so, dass es tagelang bei derselben Arbeit bleibt, sondern wir haben halt häufige Wechsel von Werkstücken und somit auch häufigen Werkzeug von Werkzeugen, was das Ganze dann nicht so monoton macht, wie wenn man große Stückzahlen hat, wo man dann Tausende oder Millionen von Teilen immer wieder an jedem Tag dasselbe tut. Ja, also von allen Arbeiten hier gefällt mir besonders am Biegen, dass es halt der in meinen Augen abwechslungsreichste Job hier ist. Dadurch, dass wir halt oft variieren, oft die Bauteile variieren, oft die Werkzeuge variieren und wir Bauteile haben mit einer Biegung oder Bauteile haben mit 10 Biegungen, die halt teilweise so kompliziert sind, dass man sich erstmal ganz gründlich überlegen muss, wie man das überhaupt fertigt. Das ist halt was anderes an anderen Maschinen in meinem Empfinden, wo sich der Arbeitsschritt und die Bearbeitungen so sehr gleichen, dass es halt viel weniger spannend ist als in meinem Job. Ja, das war ein kleiner Einblick in mein Berufsfeld. Ich habe jetzt lange genug gequatscht. Jetzt überlasse ich das Quatschen wieder dem, der es am besten kann, und wir gehen zurück zu Felix. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Ihr habt was mitnehmen können von Damiano an der Presse. Fällt mir gerade ein, ihr kennt ja Damiano auch von das Video mit hier St. Peter Ording. Also der ist der krasse Typ, der da durch ein Wasser gerubbt ist, gekrabbelt ist mit mir. Und der kommt ja auch mit zu No Limits. Also richtig geiler Typ, und Kanten kann er auch. Also danke fürs Zuschauen, Abo und Daumen. Und wir sehen uns beim nächsten Video. Ciao.